Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin todeskrank, aber trotzdem, wir haben heute mal wieder einen sonnigen Sonntag erwischt, Leute. Das Wetter ist so traumhaft. Ich habe mich trotzdem angezogen wie ein Spast. Und heute gehen wir einer ganz anderen Frage auf den Grund. Und zwar seht ihr schon, mit mir ist heute der liebe Jonas da. Den Buben werde ich auch noch auf Insta, also ich werde in der Videobeschreibung sein Instagram verlinken. Soll ich dein Instagram verlinken? Ja. Alles klar. Was geht, Digga? Aber Leute, heute wieder ein schöner sonniger Tag. Ich bin schon das ganze Wochenende krank, aber trotzdem Video drehen. Ja Leute, und so wie ich meinen Satz eben schon angefangen habe und nicht zu Ende gebracht habe, Jonas, kann ich mit dir filtern? Ja, das war mal eine ziemlich direkte Frage, Digga. Wie ich eben schon angefangen habe und meinen Satz nicht zu Ende gebracht habe, Jonas ist heute mit dabei und ihr seht schon sein Schmuckstück. Er fährt eine 96 SMC, SMCR? Ich weiß es nicht, Leute. Und viele Leute haben mir gesagt, oh, Digga, das wäre es fast gewesen mit mir. Die Bremse hat gar nicht gegriffen. Video fängt an, ich lege mich schon fast richtig krass aufs Maul. Aber ich habe mir von einigen Leuten sagen lassen, dass es echt mit eins der geilsten A2-Bikes sein soll. Also wirklich mit eins der geilsten A2-Bikes, habe ich mir sagen lassen. Und dem werden wir heute auf den Grund gehen. Ihr habt schon gesehen, Leute, ich habe an der Stelle auch ein neues Intro. Da hat mich auf Instagram ein kleiner Dude angeschrieben, der meine Videos gesehen hat und das konnte. Der hat für mich ein neues Intro gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren eine Information darüber dalassen, wie euch das Ganze gefällt. Und ich höre mich so crazy komisch an, glaube ich. Ey, der Typ ist krass krank. Der ist krank drauf. Man hat es gerade nur kurz gesehen, aber der ist krank. Ihr könnt mir in den Kommentaren mal schreiben, wie ihr das Ganze findet. Und auf jeden Fall danke nochmal an dich, Bro. Ich verlinke dein Instagram auch noch. Das ist auf jeden Fall ehrenvoll von dir. Meine Karre ist halt noch voll kalt, deswegen gebe ich jetzt nicht so viel Gas wie er. Aber wir fahren jetzt erstmal tanken und labern nicht mehr so viel. Und dann fahre ich das Schmuckstück Probe, weil ich finde die auch optisch sehr, 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 sehr schön. Und ich bin in meinem Leben noch nie eine SMC oder SMCR gefahren. Immer nur 701. Aber 701 ist auch krass, die sind ja auch fast baugleich. Oh fuck, Alter. Ich lebe am Limit hier, Alter. Mein Schnürsenkel wurde in meinen Ritzel reingezogen. Scheiße. Digga, was passiert hier? Mein Schnürsenkel. Scheiße. Er wurde einfach ins Ritzel gezogen. Gleich Fuß im Ritzel drin, gar kein Bock. Oh, das war auf letzter Sekunde. Weil dieser Sound alleine schon, ne? So krass. Und diese Felgen, Alter. Uah. Wirklich Hammer. Leute, ich habe mich so krass dick angezogen, ne? Also nur noch mal, um kurz drauf zurückzukommen. Ich habe an eine Winterjacke. Ja, erstmal, ich fange an, mein Helm, ne? Klar. Halstuch, richtig dick, aus Vlies. Meine Winterjacke. Ein Pulli darunter, noch ein Pulli darunter. Ein T-Shirt. Darunter noch ein T-Shirt. Und auf dem T-Shirt habe ich noch einen Nierengurt. Also quasi so, dass ich das T-Shirt in die Hose gesteckt habe. Und ich habe zwei Hosen an einfach, also die Hose und darunter noch eine Jogginghose. Wenn ich diese Reifen sehe, ne, da wird mir ganz warm ums Herz. Da will ich auch solche Reifen auf meinem Bike haben. Und wie gesagt, Leute, falls ich mich ein wenig komisch anhöre, es tut mir leid, ich bin krank und trotzdem produziere ich dieses Video. Weil es mir einfach Spaß macht, Digga, weil es mir einfach Spaß macht. Einfach, um es zu sagen, einfach weil es Spaß macht, einfach weil es geil ist. Das Einzige, was mich an dem Ding stört, wirklich, dass der Tank hinten ist. Ja, halt für Wheelies machen ist komplett behindert. Für Wheelies ist scheiße, hast du recht. Ganz wichtig, Leute, auch die Cap, das ist der Style-Faktor. Ja, na, eigentlich nur, weil ich scheiße aussehe ohne Helm. Ah, okay, alles klar. Man hört schon diesen dumpfen Sound, wenn er von hinten kommt, das ist unglaublich. Okay, Leute, ein Kupplungshops. Rum, 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 rum. Schönen guten Tag nochmal, Bruder. Du musst ein bisschen lauter reden, sonst verstehen die Leute dich nicht. Alles gut, weil das Mikrofon ist in meinem Helm drin. Aber das verstehen die meisten immer nicht. Ja, ich dachte, ich kriege auch einen. Wie denn, Bruder? Wenn du Sehner hast, könnten wir tatsächlich einen Dual-Vlog machen. Ich wollte es mir ehrlich gesagt auch anschaffen, aber irgendwie habe ich noch nicht Zeit. Sind dafür auch sauteuer, die Dinger, muss man ehrlicherweise sagen. Okay. Aber was hast du uns hier heute mitgebracht? Ja, geil, ne? Mein Moped. Hä? Ja, aber was ist das? Eine KTM SMCR. SMCR, weil es hat mich vorhin tatsächlich irritiert, weil hier nur SMC steht. Ist das immer so?
Ja, früher gab es eine SMC, deswegen, das weiß ich. Es gab eine SMC und es gab eine SMCR, aber das ist eine R. Das ist ja hier so. Ah ja, gut, das R, das kann man auch nicht ganz so gut erkennen tatsächlich. 2016er, die gibt es glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab dann nicht. Also 2016er Baujahr, hast du irgendwas verändert, Digga? Ja, ich habe einen anderen Auspuff dran. Ja, was ist das? Ist das Remus? Remus. Oh, die sind so schön, ne? Oh, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, weil die Sonne ultra blendet, aber ich finde die richtig geil mit diesen Carbon-Endkappen. Ja, safe. Und dann habe ich hier noch, hier war vorher ja, so Metallzeug. Metallzeug, habe ich so Carbon-Dinger drauf gemacht. Und du hast die unsichtbaren Spiegel tatsächlich dir gekauft, ne? Ja, nee, ich habe so integrierte im Helm. Ah, alles klar, so eine Rückfahrkamera wie bei dem Q5. Genau. Was hat denn das Ding an Leistung? Also A2 natürlich, ne? Weil ich habe ja nur A2-Führerschein. Nee, die hat 48. 48 hat sie tatsächlich dann. Weniger, 42. 42, weil, okay. Leistungsgewicht und so. Ja, ja, und was hat die offen? Offen hat sie 67. 67, auch krass, auch krass. Und geht gut nach vorne, sagst du? Probier aus. Ich fahre gleich eine Runde, Leute. Aber wir lassen das Ganze noch mal ganz kurz irgendwie so ein bisschen auf uns wirken und hören uns gleich noch mal den Sound an, weil der ist wirklich sehr, sehr krass bei dem Bike. Ja, Digga, was kann man dazu noch sagen? Die sieht einfach, also ich finde wirklich von den legalen Supermotos her, ja, ist das die schönste. Weil ich einfach dieses Orange von KTM und dann diese Felgen in Orange, das ist... Das sieht einfach hammergeil aus. Ja, Leute, das Ding könnt ihr als A1-Bike so als A1 wahrscheinlich, oder? Als A2-Bike so fahren. Ist auf jeden Fall eine krasse Maschine und die sieht man auch recht häufig, weil es halt eine Supermoto ist, die Straßenzulassung hat von Werk aus. Ist jetzt keine umgebaute Crosser oder sowas. Die wird von KTM halt so verkauft. Die wird wahrscheinlich jeder kennen. Servus. Er dachte auch, ich bin schizophren irgendwie, dass ich mit mir selber rede. Ne? Das denken viele. Das denken wirklich viele, glaube ich. Ein Manko hat das Ganze tatsächlich noch. Das ist der Tank hinten. Der ein oder andere kennt es tatsächlich. Ich glaube, Huskylas hat dazu auch mal ein fettes Video hochgeladen, wo er ein Wheelie gemacht hat und sich einfach richtig dick hinten rüber gelegt hat. Und ja, im Endeffekt hat dann seine Karre gebrannt. Ist hinten rüber geflogen, der Tank ist aufgerissen, über einen heißen Auspuff gelaufen und dann hat die ganze Scheißkarre gebrannt. Also hier hinten das Teil, ne? Das größte Manko, finde ich, was die Dinge haben, dass der Tank nicht vorne sitzt. Ich weiß nicht, was KTM sich dabei so gedacht hat, aber sie werden sich schon was bei gedacht haben. Wir gönnen uns direkt mal einen fetten Soundcheck. Leg los, ich bin bereit. Ja. Oh, Junge. Oh, Alter, es hat mich überweg gepustet. Oh. Das ist so ein Schiff, ne? Also man merkt auf jeden Fall, dass sie sau viel größer, nicht größer, sondern so breiter ist als meine. Und die ist halt auch viel schwerer, ne? Ansonsten Armaturen auch sehr krass. Der Sound ist so immens, Digga. Es ist so laut, das Ding, ne? ABS hat sie auch, meine ich, müsste sie. Ich habe halt echt ein bisschen Schiss vor dem Teil. Boah, es ist so ein anderes Gefühl, auf Supermoto-Kurven zu fahren. Wo fahren wir mal lang, Digga? Ich würde sagen, wir fahren mal ganz kurz aus dem Ort raus. Weil ich will einmal Gas geben, richtig, mit der. Und Leute, nein, ich werde jetzt hiermit keine Wheelies machen. Also auch nicht probieren. Ist nämlich nicht mein Bike. Habe ich echt gar keinen Bock drauf, die zu zerlegen. Digga, dieser Auspuff-Sound ist krass. Ich muss auch sagen, wie er schon eben gesagt hat, ich finde die alten schöner. Und der Zündschlüssel hier, das ist halt auch crazy. Normalerweise so hier oder so, aber hier einfach in der Mitte, ganz entspannt. Er hat gesagt, ich darf es probieren, Leute. Oh mein Gott. Actually hat das jetzt nicht so gut geklappt. Meine Karre klingt so kaputt, ne? Meine Karre klingt so kaputt, Alter. Das ist so unglaublich. Ey, die geht ja ab. Es ist so ein krass anderes Gefühl, weil man halt nicht jede Sekunde denkt, dass die Karre auseinanderfliegt. Das ist halt krass. Aber ansonsten fährt die sich einfach so hammer. Digga, der vor mir wirbelt das ganze Salz auf, was noch auf der Straße liegt. Aber abgehen tut die auch in den Kurven krass. Oh no. Er hat abgewürgt. Junge, auch von der Beschleunigung her, ne? Einfach krass. Also klar, es gibt Bikes, die sind schneller. Aber das ja doch einfach vom Fahrgefühl her macht es so viel mehr Laune als jede A2-Karre, die ich bisher gefahren bin. Also als jede MT-07, als jede CBR 500 oder wie die heißen.
einfach krass, Digga. Einfach halt ein ganz anderes Gefühl, ne? Digga, der Ausdruck, der dröhnt. Der dröhnt so krass im Ohr. Kein Spaß. Der Sound hier versus meine Karre, da sieht meine aus wie eine 125er. Aber wiegt halt viel weniger, ne? Also ist halt wirklich viel, viel leichter und das merkt man auch. Man sieht's, wenn er jetzt so agil fährt, er macht Wheelies, Digga, er ist einfach durch mit dem Leben. Er ist einfach durch mit dem Leben. Wir gesellen uns mal hier zu den Taxifahrern. Und ich komme mal zu einem kleinen Fazit, Leute. Es hat so Bock gemacht. Digga, machst schon Wheelies mit meiner Karre einfach. Respekt. Aber Leute. Oh nein. Das fette Ding kriege ich doch niemals hier weggeschoben. Oh, ist leichter geschoben, als ich dachte. Kommen wir nochmal dazu. Das Ding fährt sich einfach völlig behindert. Also man merkt auf jeden Fall, dass es schwerer ist, dass es nicht so agil ist wie meine. Ja, auf jeden Fall. Aber auch vom Sound her, wenn die daneben stehen, also meine hört sich sowieso an, als wäre sie Kernschrott. Leute, wenn, also was ich jetzt meine gerade, ne, wenn die neben der steht und Sound macht, dann hört sich die an wie eine 125er. Das war mal eine geile Testfahrt, muss ich sagen. Also es war wirklich sehr, sehr krass. Die gefällt mir über die Maschine und ich finde sie halt optisch. Also ich finde optisch ist sie richtig, richtig geil. Das Einzige, was krass behindert ist, ist der Tank. Das ist wirklich so das Einzige und das Gewicht halt, was ich so an der Maschine auszusetzen habe. Aber es ist halt auch viel mehr Hubraum als die, ne? Aber an sich halt ein geiles Gesamtpaket, muss man. Als A2-Bike, also wenn ihr euch jetzt eine Supermoto holen wollt, wäre das vielleicht sogar das Richtige als A2-Bike. Weil da lernt man ganz gut fahren mit. Da fühlt man sich sicher drauf. Und das ist jetzt nicht so eine Stokelkarre, weißt du? Weil die meisten Dinger, die du, also so EXCs und WRs und so, die du kaufst, über runtergerockt. Da hat man dann irgendwie auch keinen Spaß irgendwann mehr dran. Ich überleg mal, ich schraube an meiner Karre 3-mal im Monat. Klar, ich weiß, der ein oder andere findet die Optik vielleicht nicht ganz so geil, aber das ist Geschmackssache, Leute. Das Ding fährt sich halt cool. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, so ein Ding zu fahren, dann testet es aus. Ich werde als Gegenstück auch nochmal versuchen, eine 701 zu fahren. Da habe ich schon was klar gemacht. Und das Ganze dann ein bisschen zu vergleichen. Ich habe das Licht angelassen. Aber bisher muss ich sagen, von allen, sag ich mal jetzt, Street Legal, also die ist ja auch Street Legal als A2-Bike, aber von allen legalen Bikes, so, die du halt so kaufen kannst als Supermoto oder allgemein auch MT-07 und so, diese ganzen beliebten Bikes, die geilste, die ich bisher gefahren bin. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr noch andere Motorräder sehen wollt, die ich Probe fahre, scheiße, Mann, schon wieder Auto. Wenn ihr noch andere Motorräder sehen wollt, die ich Probe fahre, Servus, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Oder wenn ihr irgendwelche andere Ideen habt, was ihr sehen wollt. Genießt das Wetter, Leute. Ich hoffe, ich werde wieder gesund. Danke, dass du dabei warst, Bruder. Ich wünsche dir eine richtig geile Heimfahrt. Wir sehen uns. Hau rein. Bis dann. Ciao.